Hey, herzlich willkommen zu unserem neuesten Quick Look. Diesmal beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Spiel und zwar GTA 5, welches im Laufe dieser Nacht für den PlayStation 4 im PlayStation Store erschienen ist. Und ich denke mal, ohne groß rumzulabern, gehen wir mal direkt ins Spiel ein und kümmern uns um eine der ersten Missionen. Aber ich denke mal, ich sollte zunächst die Pistole auswählen und dann geht's auch schon los. Wir können mal eine der neuesten Neuerungen ausprobieren, und zwar die First-Person-Ansicht. Und es ist auch definitiv eine ganz interessante Idee, mal GTA aus einer komplett neuen Perspektive zu sehen. Ob ich das ganze Spiel derart durchspielen werde, ich weiß es nicht, eher nicht. Aber für einzelne Momente ist es definitiv ein ganz cooles neues Feature. Und das Auto-Aiming hilft ein bisschen dabei, auch in der First-Person-Perspektive den Überblick zu behalten. Bam! Und hier sehen wir auch natürlich die neuen grafischen Effekte, die durch die PS4 möglich sind. Das Spiel sieht im Grunde durchaus besser aus als die PS3-Version, wie erwartet. Ist es auf einem anderen Level? Nein, aber es macht vieles richtig. Die neue Auflösung. Die neuen HD-Texturen. Es wirkt alles super sauber. Und super hochauflösend. Und genau das wollen wir auf der PS4 haben. Und das waren ja auch die Probleme halt der PS3-Version. Obwohl das Spiel definitiv nicht hässlich war, konnte man schon sehen, dass die PS3 definitiv nicht die richtige Plattform für das Spiel war. Oder um es ein bisschen milder auszusagen, dass die PS4 wahrscheinlich genau die richtige Plattform ist. Denn, okay, so schlimm war es natürlich für PS3 nicht, aber es gab halt genügend Momente, dachte ich, okay, ein bisschen mehr Power zum Spiel definitiv gut. Und knapp ein Jahr später ist es dann auch soweit und mit der Next-Gen-Version von GTA 5 haben wir, glaube ich, eine perfekte Fassung für ein fast perfektes Spiel endlich. Und ich denke, jetzt müssen wir erstmal den Kollegen hier verfolgen. Also steig ein, lass mal ab geht's. Eine weitere Verbesserung des Spiels ist die deutlich stabilere Framerate, die jetzt größtenteils mit 30 Frames per Second läuft. Ab und zu gibt es ein paar kleine Einbrüche, aber ich denke mal, die lassen sich bei GTA halt nicht vermeiden. Und ich denke mal, selbst ein mächtiger PC wird im nächsten Jahr Probleme haben, das Ganze auf einer halbwegs flüssigen und stabilen Rate zu zeigen. Ich kann drüber hinwegsehen, ich weiß nicht, ob es andere können, die vielleicht ein bisschen strenger damit sind, aber ich kann definitiv drüber hinwegsehen, da der Rest des Spiels absolut einwandfrei aussieht. Und ein weiterer Faktor, weswegen ich mich sehr auf das Spiel freue, ist der Online-Modus. Da ich damals zum damaligen Zeitpunkt nur kurzzeitig drauf zurückgreifen konnte. Und diesmal, da ich mir die Vollversion geholt habe, freue ich mich doch. Ah, ist mit Latz und Wisch, freue ich mich doch sehr, das Ganze nochmal etwas ausgiebiger anpassen zu können. Und wenn ich jetzt nicht komplett versage, haben wir auch gleich den Kollegen, der vor uns flüchtet. Aber alles in allem bin ich super zufrieden und sehr begeistert mit der Next-Gen-Variante. Das Spiel hat in sich und ich habe auch nichts dagegen, die Story nochmal halt zum wiederholten Male durchzuspielen. Mir hat sie gefallen, die Charaktere waren fantastisch. Die Story an sich solide, nichts Besonderes, aber wie ich schon erwähnt habe, die Charaktere machen die Story und deswegen hatte ich damals auf der PS3 schon einen riesigen Spaß, die Kampagne zu beenden. Und ich denke mal, ich freue mich auch sehr darauf, das gleiche nochmal auf der PS4 zu erledigen. Insbesondere mit der hübschen Grafik und der allgemein verbesserten Präsentation. Ich habe jetzt noch nicht viel gespielt, aber ich denke mal, sämtliche Reviews im Vorfeld haben das Spiel gelobt und man kann mit einem wiederholten Kaufen des Spiels definitiv nichts falsch machen.
Deswegen, Leute, gönnt euch die 60 €, holt euch das Spiel und ihr könnt euch auf eines der besten Spielerfahrungen der vergangenen Generation freuen. Und zwar, und das Ganze mit einer klassischen Grafik, mit einer fantastischen Optik, einer verbesserten Grafik und Neuerungen, die es tatsächlich in sich haben. Unter anderem auch Vorbesteller-Boni, wie unter anderem ein riesiges Zeppelin und weitere Boni, 500.000 Credits für das Spiel und fürs Multiplayer-Modus und weitere Kleinigkeiten, die man dann als Spieler mit dem Kauf von GTA 5 bekommt. Deswegen gönnt euch das Spiel, es macht Spaß und es ist auch eine sehr gute Alternative zu Dragon Age Inquisition, welches ebenfalls heute erschienen ist. Ich denke mal, zusammen mit beiden Spielen hat man definitiv genügend Zeitvertreib für die kommenden Monate. Deshalb nochmal vielen Dank fürs Zuhören und genießt einfach die letzten Minuten von GTA 5. Bis zum nächsten Mal. Can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Maybe you're right. Maybe I'm not looking in the right place. Where are your wheels at? Well, if you care so much, why didn't you bring your car? But you ain't even got no car? Shit, where we going? Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. It's the cops!